Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum, ja, Autobahn-Polizeisimulator 2, die Nintendo Switch Edition. Wir haben im letzten Part den fürchterlichen LKW-Horrorunfall begutachten dürfen. Es war kein schöner Anblick. Zum Glück wurden wir vom Schlimmsten verschont. Dennoch keine schöne Geschichte. Und werden jetzt den Verdächtigen, einen alten Bekannten, der extrem doll nach Hubertus-Tropfen duftet, eben auf der Wache bringen. Ist nicht mehr weit, wir sind gleich da. Und huckeln uns mal eben. Ich würde so gerne mal eine Frame-Messung machen. Ich würde wirklich gerne wissen, mit wie viel FPS das Game läuft. Aber es ist echt krass. Es ist echt krass. Oh, nicht aufhängen bitte. Aber hier, guck mal, es ist ein bisschen Beleuchtung da, ne? Also hier in der Nacht kommen wenigstens ein paar Scheinwerfer zu tragen. So. Okay, und parken bitte. So, direkt einknasten den Jungen. Deine Frau wird dir jetzt nicht mehr die Hölle heiß machen. Jetzt macht dir gar keiner mehr die. Verlasse den Raum, okay. Okay, what the fuck? Ich schwebte kurz. Lass dich niemals zu sehr von deinen Gefühlen leiten. Da kannst du in Teufels Küche kommen. Hättest du den Fahrer damals angezeigt, wäre das heute nicht passiert. Das wollte ich dir zumindest noch sagen. Ich glaube, du hast selbst genug dran zu knabbern. Jeder macht mal Fehler. Aber das hier sollte sich nicht wiederholen. Boah, Hans, Alter, das war richtig... Also normalerweise hätte ich gedacht, weißt du, als Kollege unterstützt man sich jetzt. In der anderen Variante hätte er jetzt gesagt, mach dir keinen Vorwurf, du hast damals alles richtig gemacht und so hat er ja auch recht. Aber auch selbst dann, also... Also keine Ahnung. Das war jetzt... Hätte ich jetzt... Also wenn ich jetzt... Später vielleicht, nicht direkt jetzt. Wenn ich jetzt der Kollege gewesen wäre und... Klar, da muss man schon Worte finden. Ich hätte auch damals dann wahrscheinlich gesagt, du, es war jetzt aber echt nicht das richtige Verhalten. Ne? Aber nach so einer Sache jetzt, wenn du da gerade von diesem Unfall zurückkommst und den Typen eingeknastet hast, dann kommst du doch nicht an und kackst den Kollegen, der jetzt gerade emotional wahrscheinlich richtig fertig ist und sich Vorwürfe macht, kackst ihn doch auch noch nicht noch direkt an, also keine Ahnung. Ich habe einen sehr dringenden Einsatz für euch. Naja. Ein kleines Flugzeug muss notlanden. Bis zum nächsten Flughafen schafft es das nicht. Daher muss es auf der Autobahn landen. Alles Weitere, wenn ihr im Auto seid. Los, gebt Gas! Wir machen uns sofort auf den Weg. Okay, annehmen. Diese Mission habe ich damals auf der PC-Version, was ist jetzt los, mehrmals verkackt. Und ich hoffe, wir schaffen das diesmal. Ich muss sonst gleich nochmal nachgucken, wie das ging. Erreiche den Zielort. Man muss ein ganz gewisses Matrix-Ding einstellen. Wenn man das nicht macht, dann scheitert die Mission. Und wir haben, wie ihr seht, nur 8 Minuten Zeit. Das auch noch. Und wir können nicht schnell reisen, wir müssen fahren. Und das hat diese Mission so mega schlimm gemacht, weil du musst fahren. Und wenn du verkackst, weil du am Ende nicht raffst, was du machen sollst, was ich jetzt leider wieder nicht weiß, dann musst du die Scheiße nochmal von vorne starten. Das ist übel. Und dann fährst du den ganzen Weg nochmal und ich habe vergessen, Tag zu machen. Mist. Na egal, dann fahren wir jetzt mal nachts. Genießen wir die schöne Nachtfahrt. Also ich hoffe, ich kriege das überhaupt hin. Weil es steuert sich halt entsprechend, ne? Also jetzt mit Highspeed über die Bahn zu kacheln... Gucken wir mal. So. Wenn wir das verkacken sollten, was durchaus sein kann, dann gucke ich direkt in mein altes Display rein, okay? Da habe ich das nämlich, glaube ich, 2-mal verkackt und habe dann im Internet geguckt, was man machen muss und habe es erst beim 3. Mal geschafft. Und 3-mal den Weg fahren ist heftig. Da hast du dann immer noch keinen Bock mehr. So. Gas geben! Aber vielleicht haben sie auch dazugelernt und was ist jetzt hier los? Und haben vielleicht den Safe Point anders gesetzt, dass der jetzt davor ist. Also wenn ich das entwickelt hätte und man ist bis zum Ziel hingefahren, hätte ich da halt einen Quick Safe Point gesetzt, damit, wenn man halt verscheißt, dass man nicht den ganzen Weg nochmal fahren muss, weil es sind halt fuckige 9,6 Kilometer. Da bist du halt auch wirklich eine Weile unterwegs. Aber gut. Haben sie halt nicht gemacht. Mal gucken, vielleicht haben sie das inzwischen in der Switch-Version nachgeholt. Ich glaube aber nicht, bis jetzt ist das Ding deckungsgleich. Ich glaube sogar, ein paar Animationen sind rausgeflogen, weil mir wäre so, als hätte man bei der Mission auf dem Drogenklo gesehen, wie Konrad sich gegen die Wand lehnt und so. Aber das war irgendwie alles nicht sichtbar. Das kann aber auch daran gelegen haben, dass es irgendwie nicht funktioniert hat, weil er es ja auch nicht geschafft hat, durch die Tür reinzulatschen. Der lief ja gegen so eine unsichtbare Wand, wie so ein Bekloppter.
einen interessanten Ort entdecken. Ja, manchmal musst du eine Leitplanke rammen, um einen interessanten Ort zu entdecken. Das ist so, ne? Anders geht es manchmal nicht. So, wir haben noch 6 Minuten und 17 Sekunden und es sind noch 7,1 Kilometer. Ich habe ein ungutes Gefühl. Als könnte das ein bisschen knapp werden. Jetzt ernsthaft. Naja, ich ballere. Ich ballere so gut es geht. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Mir tut mein Finger schon weh vom Gedrückthalten. Das Blut geht langsam raus. Da-da-da-dam. Da-da-da-dam. Oh, nicht aufhängen. Bitte nicht aufhängen. So. 5,7 Kilometer. Hallo, seht ihr mich hier nicht anbrausen ohne meinen Martinshorn und so? Ich lach das mit Absicht nicht an, weil ohne Scheiß, die Motorengeräusche sind schon schlimm. Aber wenn jetzt on top die ganze Zeit noch die Sirene von diesem Polizeiauto am Sirenisieren ist, dann wirst du halt wahnsinnig, ne? Das will ich euch auf YouTube jetzt nicht antun! Oh, Scheißdreck! Okay, es geht weiter. Hans, alles, ich hab's im Griff, Hans. Hans, ich hab alles unter Kontrolle. Bitte bleib entspannt. Müssen wir gleich irgendwie wenden? Irgendwo abbiegen? Ja, wir müssen abbiegen. Scheiße. Das ist wieder sowas, was du nicht auf dieser Minimap erkennst, weil die viel zu klein ist. Diese Linien, die könnten doppelt so dick sein. Da kann man das auch wenigstens sehen. Mein Reden, Leute. Also, Verbesserungsvorschlag für den Autobahn-Polizeisimulator 3. Oh mein Gott, ich muss hier vorbei. Bitte die Minimap-Linien, nur die Linien der Straßen einfach doppelt so dick machen. Dann reitet man auch, wo man langfahren muss. So, weiter geht's. Ich muss da mal, kann ich da mal bitte vorbei? Wow, das war nicht schlecht. Gut, der muss jetzt eben halt mal ein bisschen den Lack neu auch mal lassen. Aber das wird schon, alter Focko. So, noch 4 Minuten, es sind noch 3,8 Kilometer. Es wird eine knappe Angelegenheit. Ich bleib dabei. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Wenn wir es nicht schaffen, kann ich wenigstens nochmal Tag machen. Und wir gucken direkt kurz nach. Oh, oh, oh. So, hier einmal lang. Noch 2,1 Kilometer. Los, 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 los. Ah, ich bin da voller Hoffnung. Ist das irgendwas zu erzählen? Ich überlege gerade. Bei mir ist nicht viel passiert momentan. Arbeit, Arbeit, ne? Kultur hatten wir am Wochenende. War richtig schön. Hatte ich das, glaube ich, schon mal irgendwo anders App berichtet. Musste etwas spontan eine Kultur planen. Aber es hat alles geklappt. War sehr schön. So, noch 400 Meter. Jetzt gehen wir ein bisschen, werden wir ein bisschen langsamer. Jetzt müssen wir gleich irgendwas tun. So, Achtung. So, jetzt bremsen wir den Nachbarn. Wir müssen den nachfolgenden Verkehr ausbremsen. Bitte folgen. Was war das? Ich muss gerade gucken. Spur gesperrt. Achtung, Konvoi. Ach, ich weiß es nicht mehr. War es Achtung, Stau? Nee. Folgenden Verkehr vor. Signale. Matrixanzeige. Ich glaube, es war bitte anhalten. Oder Gefahr oder Unfall. Ich glaube, es war Gefahr. Ich mach Gefahr. Schalte bitte die Matrix an. Habe ich gemacht. Bleib da vorne stehen. So, mal sehen, ob es klappt. Ich glaube, es klappt. Was? Okay, what the fuck? Wo war das Flugzeug? Okay, also normalerweise. Normalerweise ist da ein Flugzeug, das ganz cringy auf der Autobahn landet und dann, weil da das Flugzeug auf der Autobahn landet, crasht der LKW hinein. Wir sehen hier aber kein Flugzeug. Das Flugzeug ist einfach nicht da. Es ist auch wirklich nicht da, denn ich kann hier durchlaufen. Normalerweise steht das hier. What the fuck? Also entweder haben sie das weggemacht, stumpf einfach, ja, wir sind zu viele Modelle, das packt die Switch nicht, müssen wir weglassen. Aber das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Also, ja, bitte mal in die Kommentare hauen an diejenigen, die das Ding haben und das auch auf der Switch daddeln. War bei euch auch das Flugzeug nicht da? Weil irgendwie, das ist jetzt ein bisschen lame, ne? Das, ich hab mich jetzt voll auf diese cringige Sequenz gefreut, wie das Flugzeug so ganz cringe auf der Autobahn landet und dann crasht da der LKW halt auch so ganz scheiße rein, aber jetzt ist das Flugzeug nicht mal mehr da. Und jetzt aus völlig sinnloser Weise crasht der LKW ins Nichts und ein Pilot steht jetzt hier, aber ohne sein Flugzeug, das ist nicht da. Hey, alles okay bei Ihnen? Naja, da schaffe ich eine Notlandung auf einer Autobahn und bring die Maschine heile runter. Da fährt mir ein LKW hinten rein. Sie hatten zweimal großes Glück. Alles andere kann man ersetzen und... Ah, guck mal, jetzt kommen noch die Feuerwehr angefahren. Das klingt wie Menschen. Wir müssen das schnell öffnen. Das kommt definitiv aus dem Container. Hä, was ist jetzt passiert? Öffne den Anhänger. Hä? Oh mein Gott, die Kamera. Ihr dreht... Ich dreh durch. Okay. So, warte. Jetzt. Wir öffnen mal eben das hier. Öffnen. Und mal reingucken, was da los ist. Ich höre hier eindeutig Klopfgeräusche. Oh, okay. Alter, was ist mit euch denn los? Ihr seht sehr schmutzig aus. Oh mein Gott. Hey, die Leute, ihr müsst versorgt werden. Wir brauchen Decken und auch etwas zu trinken. Kommt das noch, oder? Hallo? Ja, ich trinke mal eben ein Schlückchen Tee. Hab das Gefühl, da kommt nichts mehr. Ich drück mal überspringen. Alles klar. Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Ich spreche mal mit dem LKW-Fahrer und frage ihn mal, warum er da Menschen in seinem LKW transportiert. Werter Herr, was ist hier los? Sie sind wieder wach. Lassen Sie sich kurz durchchecken und dann fahren wir zur Wache. Wir haben da noch einige Fragen an Sie. Ja, aber natürlich. Ja, aber natürlich. Und gleich mal vollknasten hier. So, sprich mit dem LKW-Fahrer ist abgeschlossen. Jetzt ist auch der Truck weg, weil viel zu viele Objekte. Bringe den Verdächtigen zur Wache. Alles klar. So, Hans, komm, lass flitzen. Das war mir hier zu cringy. Das war sehr merkwürdig. Wir müssen unbedingt abhauen. Gut, ich werde jetzt schnell reisen. Das ist mir dann doch wieder mal zu weit. Also jetzt ja ernsthaft. Nicht mal den Kack-LKW, das scheiß Flugzeug da. Eine Notlandung auf der Autobahn und dann ist das Kack-Flugzeug nicht da. Also was ist das denn jetzt? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Jetzt ernsthaft. Wirklich, weil diese Sequenz war halt cringe lustig. Aber jetzt ist sie nur noch, ja, nicht komplett. Also es ergibt einfach keinen Sinn mehr. Egal. Haut mir mal bitte wirklich in die Kommentare. Ich weiß, dass ein paar das daddeln. Ihr habt die Mission bestimmt auch schon erreicht. Haut mir mal rein, ob das bei euch auf der Switch auch nicht kam. Das Flugzeug, weil dann... Wenn das, ach Gottes Willen, wenn das bei euch auch gefehlt hat, dann habt ihr das rausgenommen, weil einfach zu viel abging und das auf der Switch wahrscheinlich nicht ging. Aber das wäre halt heftig, Mann. Das wäre halt echt heftig. So, ich mach mal schön wieder Tagesschicht, bitte. Mir ist es zu dunkel. Hoffentlich kackt das Game jetzt nicht ab. Gut. Oh ja, das ist eine schöne Beleuchtung. Befrage den Verdächtigen. Verhöre den Verdächtigen, so rum. Was ist eigentlich oben? Ich bin noch nie, hab noch nie versucht, noch höher zu laufen. Was ist denn da? Da waren wir noch nie. Da kann ich aufs Dach gehen. Ach, gucke mal. Auf die Idee bin ich auf der PC-Version nicht ein einziges Mal gekommen. Und normalerweise würde ich jetzt hier wieder so eine Ente oder sowas erwarten. Alter. Und natürlich die Kamera, die komplett am Ausrasten ist. Aber hier auch mal, man kann da reingucken. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das geht. Doch. Gut, gut. Wir gehen wieder runter. Und befragen mal den Verdächtigen. Er ist wahrscheinlich in diesem Raum. Moin! So, Herr Schmidt, wie Sie sich sicher vorstellen können, haben wir einige Fragen an Sie. Fragen Sie nur. Mein Anwalt hat mir geraten, Ihnen zu antworten. Das ist sehr vernünftig. Vernünftig ist das, so. Was war denn das für eine seltsame Leben der Rumklopfende? Fragt, wenn ich mal fragen darf. Wussten Sie, was Sie in Ihrem LKW transportiert haben? Ja. Sind diese Menschen Flüchtlinge? Ja. Wissen Sie, woher diese Menschen kommen? Weiß ich nicht. Ich übernehme immer nur den Container. Haben Sie eigentlich gar kein Gewissen? Hat es Ihnen nichts ausgemacht, diese Menschen wie Tiere einzupferchen? Nein, doch, natürlich. Aber es gibt gutes Geld. Und wenn ich es nicht mache, dann macht es jemand anderes. Außerdem sind meine Kollegen noch rücksichtsloser.
Kollegen, aha, es gibt also noch mehrere Transporter. Habe ich Sie da richtig verstanden? Es sind mehrere Fahrer unterwegs? Ja. Ich nehme an, Sie schweigen zur Identität der anderen Fahrer? Selbst wenn ich wollte, ich kenne die anderen nicht genauer. Mhm. Können Sie mir was zu den Hintermännern sagen? Wer ist Ihr Auftraggeber? Oder arbeiten Sie auf eigene Faust? Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich sowas von selbst tun würde. Nein, tue ich nicht. Also? Sie können mich alles fragen, aber zu dem Thema sage ich nichts. Sagen Sie uns wenigstens, wohin diese Menschen gebracht werden. Nein. Verhör beenden. Ich habe auch keine weiteren Optionen, okay? Sie werden sich für Ihre Taten verantworten müssen. Ich werde aber weitergeben, dass Sie halbwegs kooperativ waren. Halbwegs aber wirklich nur. So, informiere Herrn Becker. Alles klar, Herrn Becker. Ich bin's wieder. Ich komme mal eben wieder angehuggelt. Los geht's. Dann sagen wir mal Bescheid, was wir da gefunden haben. Da ist ja voll die Bombe explodiert. Erst ein Flugzeug, das wir nicht sehen konnten. Dann Menschen da drinnen. Total kranker Scheiß. Herrn Becker. Sie haben wichtige Neuigkeiten? Ja, Chef. Wie es aussieht, wird Menschenschmuggel im großen Stil auf unserer Autobahn durchgezogen. Durch puren Zufall haben wir eben einen LKW voll mit Flüchtlingen gefunden. Der Fahrer wollte zwar keinen Namen nennen, aber er sagte auch aus, dass es kein Einzelfall ist. Da sind noch mehr LKWs mit Menschen unterwegs. Wir müssen diese unmenschlichen Transporte so schnell wie möglich stoppen. Ich denke, wir holen unsere Kollegen vom Zoll mit an Bord. Auf jeden Fall, das hat letztes Mal schon so gut funktioniert. So, die Mission ist abgeschlossen. Notlandung. Ich sollte mal dringend wieder speichern. So, Spiel gespeichert. Und dann würde ich sagen, starten wir munter in die nächste Mission. Wir wollen ja noch ein bisschen Story schaffen. Und den Abend habe ich jetzt komplett für dieses Game reserviert. Statt Elex 2 zu spielen. Ja, machen wir jetzt das hier. Alter, so moin, Mann mit der gestärkten Uniform. Hey, einer der Donut-Shops wird gerade überfallen. Mach, dass ihr da hinkommt, solange der Täter noch vor Ort ist. Worauf wartet ihr noch? Los! Die genauen Koordinaten habt ihr, wenn ihr im Auto seid. Ich schicke sie euch fix rüber. Schon unterwegs. Schickst du das Fix rüber. Alles klar, wird angenommen. So. Die Frage ist ja, weißt du, du stehst da rum an der Kaffeemaschine, ne? Chillst dir da deine Nuggets. Warum gehst du nicht mal los? Ach, oh, Gottes Willen. Warum gehe immer ich los? Was ist da los? Ich und Hans, wir machen hier die ganze Arbeit. Sonst arbeitet hier überhaupt keiner. So, der Donut-Überfall. Das geht natürlich nicht. Wir als Hüter des Gesetzes und Vertilger der Donuts müssen da natürlich einschreiten, wenn es um unsere heißgeliebten frittierten Kringel geht. So, es ist übrigens übelstes Klischee, ja. Muss nur nochmal sagen. Auf geht's. Wir essen auch ganz gerne Berliner, ja. Oder Kekse. 9 Kilometer, diesmal haben wir nur 4 Minuten. Das ist doch, wie soll man denn das schaffen? Aber okay, oh mein Gott. Also ihr könnt euch das nicht, ihr könnt euch das einfach nicht ausmalen, wie das sich fährt. Race Fox hat ja schon gesagt, Alter, alles unter also 30 FPS. Ich sag mal so, Rennspiele mit 30 FPS spielen ist schon kacke. Also ich sag mal, 60 FPS ist so Minimum, ne? Weil du kriegst dann auch umso höher deine, ja, so niedriger die FPS, dann umso mehr Input-Delay kriegst du da halt auch gegebenenfalls rein. Und bei Rennspielen, vor allen Dingen, wenn es halt wirklich richtige üble Rennspiele sind, mir fällt das Wort gerade nicht ein, richtig üble Rennspiele halt, also so Spiele, wo es halt echt zeitkritisch ist, wo jede Millisekunde und jede Entscheidung zählt und über Niederlage oder Sieg entscheidet, da kannst du dir so eine Input-Delays oder sonstige Verzögerungen nicht erlauben. Ne? Und da sind wir hier aktuell aber ganz weit von entfernt. Ne? Aber gut, es ist auch kein Rennspiel, aber dennoch, es ist immer schön, wenn sich ein Auto steuern lässt, ohne zu kotzen. Und ihr seht ja, wir haben hier teilweise 5 FPS, wenn überhaupt. Manchmal huckelt das ja sogar richtig krass. Und das ist bei so einem Spiel, wo du mit Highspeed über die Autobahn ballerst, halt echt ein Problem. Du fragst dich halt auch so, wer hier bei der Straßenführung die Linien gemacht hat. Der hat auch sich ein paar Hubis reingeschraubt, eindeutig. So schief und krumm, wie die teilweise sind, Alter. Aber gut. Noch 3 Minuten, 4,8 Kilometer. Vorsicht! Gottes Willen. Fahren wir innen dran vorbei. Also ich bin mal gespannt, ich erinnere mich noch an diese Donut-Mission und ich will euch schon mal vorbereiten. Es wartet eine wirklich wundervolle Zwischensequenz gleich, actiongeladene Zwischensequenz auf uns. Ich hoffe, sie kommt auch in voller Gänze.
Wenn nicht, wäre ich ein bisschen enttäuscht. Meine Lieben, der Hahn ist aber jetzt gerade am Krähen und das bedeutet, wir machen an dieser Stelle erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.